erste Schulstunde rum und ja, jetzt geht es erstmal nach unten. Wir haben wieder ordentlich mitgeschrieben, jetzt haben wir La Pausa. Schon needs La Pausa. Und ja, erstmal nach unten an den PC. Hola. Daniel ist wieder fleißig am Mampfen. Wir essen hier unsere Brötchen wie jeden Morgen oder ja in jeder Pause ungefähr. Und dann schicken wir die E-Mails ab, die wir gestern offline geschrieben haben oder die Daniel geschrieben hat. Para la cara, para el cuerpo y estos cepillos. Estos son los cepillos de peinar. Peines. So, die Schule ist jetzt aus und jetzt geht's ab zum Bus. Yeah, tanzen. Ja, jetzt wird tanzen gelernt. Zumindest für Jessie. Gucken, wie ich mich anstelle. Das sind wir und Daniel hat das ganz schön auf die Probe gestellt. Ja, hier ist schon der Dancefloor. Und dann schauen wir mal, was so geht. Oder ob hier Magic happens. Ja, es war nicht schlecht, aber ich bin nicht so der Tänzer, glaube ich. Ich fand's richtig cool. Morgen gehen wir wieder. Zurück in der Unterkunft und haben gerade Ewigkeiten, weit über eine Stunde angestanden für Handykarten, damit wir wieder das Wi-Fi hier nutzen können, also jetzt im Hotel oder in dem Park, wo die Sprachschule ist. Und boah, das ist immer echt extrem ätzend, da zu stehen. Nee, oder mich nicht so. Und ja, ansonsten gucken wir uns gerade schon mal die ersten Aufnahmen an vom Tanzen. Ja, die habt ihr ja jetzt gesehen. Genau, das habt ihr ja gerade dann wahrscheinlich schon gesehen. Ist ganz witzig, außer wenn ich mich sehe, so stocksteif. Er kriegt gleich ein bisschen Nachhilfe. Ja, Nachhilfe, aber jetzt erstmal essen. Wir fangen gerade an zu kochen. Jo, dann wird gleich noch ein bisschen gearbeitet, wa? Aber erstmal essen jetzt und dann Nachhilfe. Also, das ist aber